Hallo Leute und guten Talk zu der ersten Folge unseres neuen Talk-Formats. Und ja, der Name ist Programm. Guten Talk, Frau Zimi. Herzlich willkommen in der Ja, ersten Folge. guten Tag. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich bin auch ganz gespannt, was mich hier erwarten wird. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal hier unvorbereitet und unverblümt mit rein in die Aufnahme. Wir wollten eigentlich ja schon zusammen uns zu einem anderen Thema treffen. Ja, der Weihnachtsfolge, genau. Genau, der Weihnachtsfolge. Wir wollten ja, wir haben euch in dem letzten Filme Obscura, wo ich auch zu Gast war, versprochen, dass wir uns dann nochmal im Januar treffen und dann sagen, was wir für Weihnachten für Filme gesehen haben. Ja, das hat aber leider meinerseits nicht geklappt, weil erstmal dann kam Urlaub, dann kam hier Booster, Scheißdreck, Krankheit und dann nochmal Normalgrippe gekriegt, aber auch richtig heftig. Also mea culpa an dieser Stelle, aber jetzt sind wir ja da. Und jetzt geht es dir auch wieder einigermaßen, oder? Genau, wieder fit. Alles gut. Ja, was erwartet euch hier in diesem Format? Ihr kennt ja schon bei uns die beiden Brüder, den Podcast, den ich mit meinem Bruder zusammen gemacht habe, wo wir auch einfach so ins Blaue hinein getalkt haben. Ich bereite natürlich auch mal ein paar Themen vor, wenn das so ein bisschen ins Stocken kommt und so weiter. Aber eigentlich kommen hier so die Themen dran, die mehr auch alltäglicher sind oder alltäglicher sein können. Und die halt in allen anderen Folgen zu kurz kommen. Also ein entspannter Ja, Laber-Podcast. genau, ein entspannter Laber-Podcast. Auch vielleicht für Leute, die, gut, da gehörst du jetzt natürlich überhaupt nicht dazu, aber die vielleicht mit dem ganzen Podcast-Game auch weniger am Hut haben. Alleine habe ich auch schon mal so eine ähnliche Folge gemacht, die hieß damals noch Ein Bruder, ein Mikro. Aber das war irgendwie alles nix. Also. Da kommt man sich auch blöd vor, wenn man diesen Gesprächspartner nicht hat, ne? Wenn man da einfach so alleine redet. Ich brauche auch immer jemanden, mit dem ich dann zusammen talken kann und mich austauschen kann. Ja, ich habe das ja schon mal gemacht bei der Manga-Cast-Folge, dass ich eine Folge so komplett alleine aufgenommen habe. Das hat auch gut funktioniert. Das war aber sehr langwierig und ja, ich habe immer wieder zig Anläufe gebraucht und so. Ich glaube, das ist dann so ähnlich wie bei so einem Videodreh. Du kennst das ja auch selber als YouTuberin oder ehemalige YouTuberin, dass man so ein Video immer wieder von vorne anfängt und so war das da auch. Man kommt so selbst nicht in den Flow rein manchmal. Und fängt dann wieder irgendwie, ja, von vorne an. Ja, die Weihnachtsfolge, die hatten wir in der letzten Filme Obscure ja auch schon angekündigt. Da habe ich ja schon groß berichtet. Die können wir ja eigentlich fast aufs Ende des Jahres nochmal verschieben. Dann noch das nochmal neu probieren. Wäre lustig, wenn es klappt. Dann haben wir es ja irgendwie schon eingehalten, das Versprechen. Wir haben ja das Jahr nicht genannt. Ja, und bei mir ist es tatsächlich auch seit kurzem so, dass ich irgendwie wieder diesen Weihnachtsspirit spüre in einer gewissen Form. Das war ganz lange bei uns gar nicht so, also auch bei uns in der Familie nicht. Wir haben dann gar nicht mehr Weihnachten gefeiert und irgendwie hat man sich so ganz stark davon entfernt, auch weil man es halt so kritisch beäugt hat, so, oh, das ist halt so ein kommerzieller Mist und so. Aber in letzter Zeit habe ich mich halt auch ein bisschen mehr wieder auf Tradition berufen oder besonnen und das gehört dann irgendwie auch mit dazu. Das war bei mir ganz genauso. Also ich war früher ein absoluter Weihnachtshasser. Also es gab dann immer irgendwie nur so zwei Möglichkeiten. Entweder stürzt du dich voll rein oder du kapselst dich komplett ab. Und ich war früher mega Weihnachtshasser. Ich habe auch so immer hier so Cringe-Klamotten angezogen zu Weihnachten und so weiter. Und ich wollte von diesen ganzen Liebe und wir raufen uns zusammen und heidi dei nichts wissen, weil ich immer sagte, oh, das ist so verlogen, das ganze Jahr hört man von der Familie nichts und dann hocken sie da alle zusammen und grinsen sich ins Gesicht und tun so, als hätten sie alle lieb. Aber wenn man das mal wirklich unter einem anderen Blickwinkel sieht, ja, und sagt, ja, klar, von seiner Familie, jeder hat einen eigenen Charakter, jeder ist eigens anders beschäftigt. Und wenn man dann doch mal ein Event, wie zum Beispiel Weihnachten hat, wo man doch mal wirklich wieder auf die ganze Bande trifft und sich ein bisschen zusammenreißt und sagt, ey, wir wollen Weihnachten zu was Besonderem machen, wir haben uns doch eigentlich auch alle lieb, egal was unter dem Jahr läuft, ja, dann kann das eine richtig schöne Sache sein. Vor allen Dingen, ich habe ja auch in meinem Leben so viel Verluste, also es sind viele Leute gestorben Ja. hinter mir und jetzt habe ich im Endeffekt. Also ich habe auch vor 2 Jahren den liebsten Mensch, den ich hatte ich verloren. Es war auch eine harte Trauerarbeit und so weiter. Und wenn du dann erst mal merkst, was du eigentlich all die Jahre hattest, was du dann nicht mehr hast,
Das ist halt auch immer wichtig, Dinge wertzuschätzen. Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, okay, ich und meine Freundin, wir machen es uns jetzt daheim schön, wir dekorieren, wir kochen uns was Leckeres, auch wenn wir keine Sau auf diesem Planeten haben, in Anführungsstrichen. Wir versuchen einfach, es uns für uns schön zu machen. Und wenn du keine Familie hast, auf die du zählen kannst, dann geh doch irgendwie zu Freunden. Es gibt immer jemanden, mit dem du dann zusammen abhängen kannst. Und dann auch einfach nur, und wenn du ein Toastbrot hockst und irgendwelche blöde Kacke im Fernsehen siehst, mach's dir schön und sei Weihnachten nicht alleine. Sei denn, du hast es so für dich entschieden. Aber man kennt das ja auch von mit diesen Winterdepressionen. Da gibt es super viele. Selbstmordrate geht hoch und so weiter. Wenn man dann bedenkt, wie viele Leute da halt wirklich keinen Ausweg mehr finden, auch gerade wenn es zu Weihnachten hinsteuert. Deswegen, Leute, sucht euch Anschluss, wenn ihr euch scheiße fühlt. Und man muss das wirklich lernen, auch zu verbalisieren, wenn es einem nicht gut geht. Und man darf auch nicht gut drauf sein und es darf einem auch schlecht gehen. Aber man muss auf jeden Fall sich irgendjemanden suchen, sei es Freunde, Familie oder wer auch immer oder professionell, so dass es einem gut geht. Man muss halt lernen auch, dass man immer Leute hat, die einen vermissen werden. Hat jetzt ein bisschen ernsten Ton angenommen, aber das ist das, was ich so Thema Weihnachten im Kopf habe, ja. Ich für mich selbst habe mich da komplett geändert. Ja, aber also bei uns ist das auf jeden Fall ganz stark jetzt mehr im Fokus, weil die Familie sich halt auch wieder zusammengerafft hat. Also wir hatten jetzt lange Zeiten gehabt, wo ja, wo eben so eng, wie wir jetzt wieder zusammen sind, war das halt lange nicht mehr, ne? Und das passt ja sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Jetzt zelebriert man das natürlich auch noch viel mehr und ist auch noch viel mehr dankbar dafür. Nee, also von meinem näheren Umfeld ist jetzt tatsächlich noch keiner gestorben, sondern eher so, ich sag mal, auch Großeltern, die aber halt rein emotional recht weit weg waren. Also die haben auch immer irgendwie am Ende von Deutschland gewohnt und mit denen hatte man auch keinen großen Nicht so die Bezug dazu. Bindung, ne? Nee, bin da auf jeden Fall auch voll bei dir, was das angeht. Also ich würde das natürlich auch über Weihnachten hinaus übertragen, Richtig, ne? ja. Also dass man auch ein Bewusstsein für sich selber schafft. Also das ist ja gerade in Deutschland sind wir da ja teilweise auch gerade noch bei den älteren Generationen noch sehr. Ja, im Hintertreffen, was so dieses Verhältnis angeht. Ja, wenn natürlich, wenn ich körperlich krank bin, dann gehe ich zum Arzt oder lass mich irgendwie behandeln oder schone mich oder sowas. Aber was ist denn mit Genau. seelischen Erkrankungen oder halt mit der Psyche, Krankheiten, die ne? man Und nicht sieht. jetzt auch gerade durch die Nachkriegszeit und auch diese, das hatten wir auch in der letzten Folge, wo es um Märchen ging, dass in Kriegszeiten oder in besonders harten Zeiten die Kinder auch von den Eltern versucht wurden, hart zu machen. Also irgendwie so, Jana kennt keinen Ja, das hat mein Schmerz. Opa auch immer gesagt. Weil man Ja. versuchte immer, die Kinder so drauf vorzubereiten, so von wegen, keine Ahnung, hast dir den Zeh gestoßen, fängst an zu flennen, sagt dein Opa dir, ja, komm, Zähne zusammenbeißen, Indianer kennt keinen Schmerz. Aber eigentlich will er damit nur sagen, ja, was du jetzt gerade hast, ist so ein bisschen Kinkerlitzchen. Es gibt schlimmere Sachen, komm hier, Augen zu und durch, ja. Also die wollen damit auch nichts Böses, aber dieses Hartmachen. Nee, das ist schon gut gemeint auf eine Art, ja. Ja, dass man halt nicht so verweichlicht, sage ich mal so, auf jede Scheiße reagiert. Und das ist aber auch sowas, wenn du wirklich als Kind hart gemacht worden bist, sei es von deinem Umfeld, sei es von deinen Eltern oder Großeltern, dass es dann wahrscheinlich auch umso schwerer ist, wenn du dann psychisch irgendwas hast, dich den Personen zu öffnen. Und zu sagen, ach komm, ja, dann geht's mir halt heute mal nicht gut. Und aber man kann sich auch richtig in tiefe Depressionen und alles reinsteigern. Und das wird dann aber von dem Betroffenen, der das hat, der weiß, dass was mit ihm nicht stimmt, aber er schafft es nicht, sich zu öffnen, weil er immer sagt, ja, ich sitze hier rum und jammer und es gibt Leute, die haben Krebs und die jammern nicht so viel wie ich und denken dann noch mehr, dass sie eigentlich es nicht wert sind. Und das ist eigentlich schlecht. Das ist schlimm. Es soll eigentlich anders sein, dass man wirklich, ja, den Mund aufmacht, lernt, was zu sagen. Genau, und dass man halt auch dazu stehen kann, dass man halt auch sensible Seiten an sich hat und dass man jetzt halt nicht immer der harte Kerl oder die gestandene Frau ist oder und dergleichen. Und ich meine, die ganzen heftigen Verletzungen und Einschnitte, die passieren halt meistens in der Kindheit oder in der Jugend, so in dieser prägenden Zeit. Und das ist zum Beispiel auch etwas, warum ich überhaupt dieses Podcast-Projekt so durchziehen kann, weil sich dieser kreative Knoten durch Therapie, durch Heilung und so weiter erst lösen konnte. Weil vorher habe ich immer alles Mögliche angefangen an Projekten, sei es jetzt irgendwas
Schriftstellerisches, mit Zeichnen, irgendwelche anderen Projekte. Ich habe das aber nie wirklich durchgezogen oder zu Ende gebracht. Und jetzt Du hast wahrscheinlich gedacht, für was mache ich das denn? Ne, so nach dem Motto. auch, aber ich glaube, der Punkt ist auch eher, dass ich es so für andere gemacht habe und weniger für mich selber. Also, dass man versucht hat, dadurch irgendwie sein Selbstwertgefühl zu steigern, indem ich jetzt ein tolles Bild zeichne und das Leuten zeige. Das schwingt natürlich auch immer noch irgendwie mit. Also, natürlich ist man auch total stolz darauf, jetzt eine tolle Folge produziert zu haben und die hat man dann schön mit Thumbnail versehen. Du kennst es ja vielleicht früher auch noch von deinen YouTube-Videos. Also, dass man da was geschaffen hat. Jetzt gerade in diesem Jahr habe ich auch öfter schon gehört, dass die Leute das irgendwie mögen. Und also jetzt nicht nur Leute aus der Familie oder Freunde, sondern auch darüber hinaus, dass man sogar irgendwie aus dem Internet tatsächlich auch mal das erste Feedback bekommt. Und das war dann auch für mich so ein Punkt, wo ich sagte, ich höre mal langsam auf mit diesem YouTube-Kram. Erstmal auch, es spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein, aber unter anderem ist es dann auch der Punkt gewesen, unter anderem, wo ich dann sagte, ja, warum mache ich das überhaupt? Ich sitze hier für ein, sagen wir mal, 10 Minuten Review-Video. Hocke ich hier den ganzen Tag oder das ganze Wochenende und mache meine komplette Freizeit da rein, weil es eigentlich Spaß macht, Content zu produzieren. Aber wenn da einfach, wenn du das ins Leere wirfst und da kommt halt einfach überhaupt nichts zurück, und dann ist man halt auch, kann man auch mal so sagen, man ist auch traurig, wenn da halt einfach nichts passiert und du denkst, ja, puh, ja. Wozu gebe ich mir eigentlich die Mühe? Und wenn du dann fragst, was wollt ihr denn? Ach, mach. Dann heißt immer, mach, was du denkst, mach, was du möchtest und so weiter. Aber wir müssen halt auch mal überlegen, wie ist das Internet drauf, beziehungsweise wie funktioniert das Internet? Und wenn du das gerafft hast, dann überlegst du dir dreimal, für wen oder was mache ich es? Oder ich finde es einfach schön, mich mit anderen auszutauschen. Oder aber du musst in diese Maschinerie reingehen, ne? Ist hart, aber es ist Clickbait, was da läuft. Es ist alles hintendran mit finanziellen Sachen versehen, sei es YouTube Money, YouTube Werbung, sei es irgendwelche Rankings, wo du reinpassen musst, irgendwelche Auflagen, die du erfüllen musst, um überhaupt geklickt zu werden, um überhaupt gesehen zu werden, um überhaupt irgendwie für den Konsumenten irgendwo mal auf einer Startseite zu landen, weil das Internet ist halt ein riesengroßer Ozean und jeder, in Anführungsstrichen, kackt da sein Bröckchen rein. Und das muss dann erstmal gefunden werden, ja. Okay. Ein typisches Zimi-Zitat, ja. Ich bin auch mit dem Mindset daran gegangen, dass es eben Zeit braucht und dass man halt am Anfang wirklich, dass da ganz, ganz wenig nur zurückkommt, wenn überhaupt. Also ich sag mal, die ersten Kommentare oder auch im ersten Jahr die ersten Kommentare, es gibt uns ja jetzt ein Jahr und 2 Monate ungefähr. Und ja, die waren halt nur wirklich von Freunden und Familie und so, ne? Die haben gesagt haben, hey, cool, gefällt mir und so weiter. Das ist auch normal, ja. Und jetzt habe ich halt auch über Discord viele neue Kontakte hinzugewonnen. Und da tauchen jetzt ja auch mittlerweile immer mehr auch in den Folgen auf, ne? Also der Level 4, der Markus war ja zum Beispiel jetzt auch in der letzten Filme Obscura oder dann war der Meister Eisenfaust, der war schon dabei und auch jetzt die Kati, die jetzt ja auch mit mir zusammen die Märchenfolge gemacht hat, die kommen ja auch alle aus diesem Umfeld. Also keiner jetzt direkt aus dem Freundeskreis oder Familie, sondern daher. Und da ist irgendwie, da das alles auch selber in einer gewissen Form Content Creator sind, ist da auch nochmal ein ganz anderer Schnack da. Und natürlich brauchst du am Anfang, musst du diese Durststrecken überwinden, bis dann auch die ersten belohnenden Sachen zurückkommen oder Sachen, die dich dann auch wieder motivieren. Und das war mir von Anfang an klar. Deswegen habe ich gesagt, ich mache es erstmal nur für mich. Und vielleicht für eine Handvoll Leute, die das halt ab und zu mal Ja, das schauen. hatte ich früher aber auch immer so gehabt, ja. Da kamen immer diese typischen Nachrichten bei YouTube und sagen, hey Zimmy, ich mache jetzt auch YouTube, kannst du mal in mein Video gucken, kannst du mal meinen Channel pushen, das wäre ganz toll. Und dann guckst du da drauf. Und dann hat derjenige oder diejenige so ein oder zwei Videos und dann denkst du dir so, sorry, du musst erstmal mehr Content bringen. Du kannst nichts empfehlen, wenn du nur da zwei Folgen oder sowas oder zwei Videos drauf hast. Da bleibt keiner am Ball. Mach dich erstmal, probier dich aus, finde dich selbst, finde deinen eigenen Weg, deinen eigenen Stil, womit du dich vor allen Dingen auch wohlfühlst. Wenn das bei anderen dann natürlich Anklang findet, umso besser. Aber mach erstmal ein bisschen Content, setz dich mit den Programmen auseinander und wenn dir das dann Spaß macht, starte weiter durch und dann kannst du vielleicht mal hingehen und sagen, hier, guck mal und mach mal und tu mal.
Aber da denkt man halt trotzdem auch immer so, wer fragt da bei dir an? Da muss ich auch immer erstmal gucken. Ist das jemand, der dich selbst auch mag oder feiert? Oder ist das jemand, der jetzt eigentlich von deiner Reichweite oder von deinen Abos profitieren möchte, ja? Ist das so oft gewesen, echt? Das war sehr, sehr oft. Ich selbst muss ja auch sagen, ich bin ja auch nicht so einfach aus dem Nichts gekommen und war dann da, sondern habe da natürlich auch meine Freunde gehabt zum damaligen Zeitpunkt, wo man sich gegenseitig unterstützt und gepusht hat und die mich auch unterstützt und gepusht haben. Sonst wäre ich damals ja auch nicht gesehen oder gehört worden. Da bin ich auch sehr dankbar drum, aber man muss halt auch dementsprechend Respekt haben. Ich würde jetzt niemals, sagen wir mal, ganz blödes Beispiel zu einem Gronkh gehen und sagen: Hey, hallo, ich habe 2000 Abos, guck mal hier meine Video an, vielleicht magst du das und vielleicht kannst du das ja mal in deinem Stream erwähnen oder so eine Scheiße, ja? Würde ich niemals machen. Ja, genau. Etzala. So nach dem Motto. Andere YouTuber wollen nichts mit mir machen. Aber du weißt, was ich meine, so, ne? Wenn ihr wissen wollt, wie man es auf gar keinen Fall macht, dann schaut mal zum Drachenlord rüber. Verfolgt mal seine Karriere in Anführungszeichen. Da gibt es mittlerweile eine richtig, richtig gute Doku-Reihe dazu. Ich weiß nicht, ob du die Ich habe schon die mal. gesehen, ja. Ich fand die auch sehr gut. Es ist dann so ein Zeitstrahl im Endeffekt, wo Drachenlord angefangen hat. Also es wird auch noch weitergeführt, diese Doku. Aber die ist wirklich von einem privaten Mensch wirklich sehr gut recherchiert und zusammengeschnitten. Weil es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, Drachenlord kenne ich irgendwie vom Namen her, ist doch irgendwie so ein Internet-Depp und ach, ich verstehe das ja alles nicht. Warum Und ärgern den alle? Das ist ja. total unfair und Und so, da scheiß sollte Mobbing. dann, da gibt es dann diese eine Doku-Reihe, wo man dann sagen kann, okay, das fasst das alles, wenn man das möchte, ganz gut zusammen, damit man auch versteht, wie sich das alles so entwickelt und aufgebaut hat, ja. Ja, da werde ich auch irgendwann noch mal ein kleines Special zu machen. Ich plane in der Zukunft mal eine Folge zu machen, wo es um Kuriositäten oder Internetphänomene geht. Kuriositäten und Phänomene im Internet. Auch interessantes Thema eigentlich, ja. Da habe ich auch schon so ein paar Leute gesammelt. Ich will jetzt auch noch gar nicht spoilern. Oder halt Geschichten und so weiter, ne? Ich denke mal, dass ich mich da auf Stories und einzelne Charaktere. Ich muss gerade so lachen, weil du sagst Internet-Kuriositäten. Ich hatte mal. Das ist doch ein Laberformat, ne? Ich darf einfach jetzt mal was reinwerfen. Ja, es gibt kein Okay, Konzept. gut. Das muss ich dir erzählen oder muss ich euch erzählen. Ich hatte im Laufe meiner YouTube-Zeit, ich hatte einen Ordner auf dem Rechner, der hieß Internet-Kuriositäten. Deswegen muss ich gerade so lachen, Oh. weil du das so gesagt hast. Und da habe ich gesammelt Screenshots. Das ist eigentlich voll assi, aber egal. Ich habe Screenshots gesammelt von Nachrichten, weil damals hat man wirklich noch nicht so im Kommentarfeld so wirklich geschrieben bei YouTube, sondern man hat auch wirklich noch richtig PNs gekriegt, also richtig Nachrichten. Ja. Und da habe ich dann gesammelt, was ich da bekommen habe, was total schräg war. Da waren erstmal super viele Leute, die gesagt haben, ob ich mal so ein Fußvideo machen kann oder meine Schuhe zeigen könnte. Wow, okay. Dann waren Nachrichten mit einem verlinkten Dickpick. Dann waren Nachrichten, das fand ich am Geil. lustigsten. Da war einer, der hat mir gefolgt und ich hatte zwei oder drei Videos aufgenommen. Das waren auch nur so Vlog-Videos, also keine ernsthaften Reviews, wo man halt auch ein bisschen professioneller klingen muss und ein bisschen besser drauf sein muss, sondern es gab eine Zeit, da war ich verschnupft, wollte aber Content machen und habe halt einfach dann Vlogs gemacht und habe dann ein bisschen erzählt, wie es mir geht und so weiter und war halt verschnupft und musste zwischendrin mir die Nase putzen. Und Und hast einen dann, Fetisch bei jemandem getriggert, ja. oder was? Da war dann Nee, einer, der hör hatte. auf! Ich müsste mal suchen. Ich glaube, ich habe diesen Das gibt's doch Ordner noch, nicht, ey. weil ich habe ja mittlerweile im Laufe der Jahre auch mal einen neuen Rechner, aber ich habe diese ganzen alten Inhalte auf eine externe Festplatte gespeichert, was ich so an Ordnern auf dem alten Rechner hatte. Ich muss die mal raussuchen. Also Ja. da waren Sachen dabei, da hast du dich eingeschissen vor Lachen. Dann auch so der Typ immer so, oh, ich mag das so wieder an der Stelle 3:40 oder Minute 3:40 so richtig kräftig ins Tempo bläst und so ein Scheiß. Und ich hab Okay, dann davon habe immer, ich ja noch nie gehört, ja, voll von geil. einem Schnaub, oder wie kann man sagen, Nussnosing ein habe ich dann, Schnäuzfetisch, ja, ich hab dann echt gegoogelt,
weil ich das nicht glauben konnte. Irgendwie, das heißt ich irgendwie no sneezing oder sowas. Und das gibt Fetisch. Und ich habe aber immer mit Freunden, dann habe ich dann immer gesagt, weil die immer gesagt haben, ja, hast du was Neues in deinem Ordner? Zeig mal. Und da haben wir uns immer drüber kaputt gelacht. Also ich bin nie wirklich diese Person angegangen, die mir das geschrieben hat. Ich habe die Ma Nachrichten meistens wegignoriert, ja. Ja. Oder habe das auch nirgendwo öffentlich gepostet, so von wegen, ey, guck mal, was ich für dumme Scheiße hier geschrieben kriege. Weil das macht man nicht. Das ist Leute bloßstellen, wenn sie einen jetzt nicht irgendwie auf eine schräge Art und Weise in dem Sinne irgendwie bloßstellen oder angreifen in Sachen Dickpics oder sowas, dann Ja. ist das alles noch im Rahmen, wo ich sage, ey, das muss ich, da muss ich niemanden anprangern. Aber wir haben halt intern im Freundeskreis uns immer die Dinger dann geschickt und haben uns mega darüber kaputt gelacht. Also dieser Fetischtyp mit dem Nasenschneuzen, das war eigentlich das Lustigste so. Wie groß war dein Kanal so zu der Zeit, als du das alles bekommen hast? Also so richtig mit den Nachrichten und mit wirklich auch Briefen oder Post, die ich bekommen habe oder Ei. Päckchen war, also ist jetzt auch anders. Also muss ich ganz klar sagen, da hatte ich so 2000 Abonnenten. Das ist mittlerweile im jetzigen Zeitraum ist das ein Furz im Wind. Das ist einfach nichts. Ja, aber Ja. damals war das wirklich viel und ich hatte dann auch bis zu 4000 Abos gehabt in meiner Hochzeit und dann irgendwann mal Jahre später wurden irgendwie alle inaktiven Accounts und so weiter, das wurde dann mal gecleant, das wurde mal irgendwie bereinigt. Und jetzt, ich glaube, ich war noch Ewigkeiten nicht mehr auf meinem Kanal, aber ich glaube, ich habe trotzdem, obwohl ich jetzt jahrelang nichts gemacht habe, noch immer, ich glaube, 2000 Abos da stehen. Also ich muss sagen, ich mache auch nichts mehr und ich habe halt den Leuten damals auch gesagt, ich lasse meine alten Videos online, weil die zur damaligen Zeit passten und doch immer noch mal eine Nachricht kommt, wo dann Leute sagen, hey, das war eine coole Zeit damals, ich gucke mir immer noch mal gern das alte Video XY an. Aber wenn ich jetzt auch rückblickend gucke, das ist eigentlich voll der Crap, den man gemacht hat. Aber es war halt wirklich eine Oh, ganz andere oh. Zeit. Ja, man hatte andere technische Möglichkeiten, das war nicht so weit Einen anderen Humor entwickelt. vielleicht auch noch, ne? Ja, Ein anderer, genau, ja. ja. Oder war ein bisschen derber unterwegs oder sowas. Aber ist halt irgendwie so ein kleines Zeitdokument, sage ich einfach mal. Habe auch schon öfter mal Ja. überlegt, ob ich nicht den Kanal auf Privat stelle, aber es gibt tatsächlich Oh, Leute, bitte nicht. die sagen, ey, lass bitte die alten Mach das mal Videos nicht, da. ey. Nee, so alle halbe Jahr oder so kehre ich da immer wieder. Oder einmal im Jahr oder so habe ich immer mal so ein Zimi-Tag, wo ich dann mir die alten Sachen anschaue und so. Ich habe auch mir ein paar Sachen schon auf den Rechner gezogen. Ich bin ja Sind krass. so eine Sammlernatur. Ich habe ja so einen riesigen YouTube-Ordner bei mir. Ja, wenn ich dann aber so rückblickend gucke, auch was ich in manchen Vlogs gesagt habe, die Einstellungen habe ich auch gar nicht mehr so. Oder da dachte ich dann, was hast du denn damals gesagt? Das findest du heute gar nicht mehr so. Oder man war irgendwie, ja, also zu dem Zeitpunkt war man halt real, ne, so wie man war. Aber wenn man jetzt zurückdenkt, man entwickelt sich ja auch menschlich weiter oder geistig weiter. Wo du dann Ja. denkst, was hast du denn da für eine Scheiße gesagt? Also, das siehst du heute ganz anders oder so, ja? Oder wärst nicht zu hart oder wärst nicht zu weich? Also, man hat einen anderen Blick auf die Dinge von damals, ja? Ja, hätte ich jetzt vor 5 Jahren meinen Podcast angefangen oder vor 7 oder so, da wäre ich auch viel rabiater gewesen, was so einige Themen anging und hätte eine viel intensivere und extremere Meinung gehabt, auch gerade was so politische Sachen angeht oder was Geschmack von anderen angeht und sowas. Also, boah, da schaudert es mich, wenn ich da jetzt auch dran Ja, zurückdenke. ich war auch total intolerant manchen Dingen voll gegenüber. Genau, das meine ich damit, ja. Das war das Wort. Das ist echt so. Also mittlerweile bin ich auch so, dass ich halt wirklich aus der Vergangenheit gelernt habe. Ich stecke noch manchmal so geistig in der Vergangenheit drin. Macht ja auch jeder so. Ein bisschen Nostalgie ist ja eigentlich schön und gut. Man darf sich nicht komplett in der Nostalgie aufhängen oder drin stecken bleiben. Weil sonst wirst du die Zukunft immer scheiße finden, habe ich so gelernt für mich, ja. Aber so ein bisschen in Nostalgie schwelgen ist ja auch ganz schön. Auf jeden Fall. Man muss halt trotzdem auch das mit einem anderen Blick und Abstand beobachten, ja. Ja, ich mache das zum Beispiel immer, dass ich so mir die alten Sachen von Astrid Lindgren zum Beispiel anschaue oder sowas wie 5 Freunde, 3 Fragezeichen oder Oh so dann, ja. dann nochmal raushole. Ne? Das ist so. Ja, oder generell so Kinderbücher von Ja, damals, dann toll. nochmal irgendwie mir so Images anschaue und so. Ja, ich habe auch noch hier, wo ich
immer mal gerne reinlese, ist so, ich habe so ein paar alte Yps-Hefte von damals. Ah ja, genau. Oder hier die alten Club Nintendo-Ausgaben. Ja, die Oder habe ich alte auch noch. Videospielmagazine, wo du dann reinblätterst und denkst, boah, keine Ahnung, PlayStation 1 war der größte grafische Shit, den es jemals gab. Boah, das wird niemals geiler werden. So nach dem Motto. Tamato sieht das heute noch so. Und was höre ich mir sonst so an? So, He-Man-Hörspiele gehen irgendwie immer. Ja, die finde ich auch cool. Aber ansonsten. Ich glaube, ich habe da eine ganze Menge so. Also so meine Steckenpferde heutzutage, ich habe ja schon immer so eine Sammelleidenschaft gehabt von irgendwelchen alten nostalgischen Dingen. Also ich habe ja auch ganz viele Retro-Videospiele, aber das ist jetzt mittlerweile so, dass man sie irgendwie nur hat und gar nicht mehr so zockt wie damals, weil es gibt jetzt auch bequemere Alternativen, ohne die Module zu besitzen, sage ich mal so. Aber was ich jetzt noch an in Anführungsstrichen für ein Steckenpferd ist, habe, ist tatsächlich leider Gottes, weil man hat keinen Platz mehr so dafür, aber Lego. Ich finde das mega geil, Oi, Lego zu bauen, okay. irgendwie die Sachen dann irgendwo hinzustellen. Und ich habe eigentlich auch gesagt, seit meinem Umzug in die neuen Wohnung, die willst du nicht mehr vollstellen. Du hast in so einem Museum, in so einem Toys R Us gewohnt, wo du nur noch über die Sachen drüber gefallen bist, wo dir die Wände entgegenkamen. So krass war das bei dir. Ja, das war wirklich, also, sah schlimm aus, also rückblickend, weil halt wirklich jede Wand zugebaut war mit irgendwas. Also, du konntest schon laufen, es war alles clean und sauber bei mir in der Wohnung, aber die Wand war halt, jede Wand war voll mit Regalen und in jeder Regalfach war irgendwas zum Sammeln drin und das war halt einfach echt ätzend. Und jetzt in der neuen Wohnung, wo ich bin, ich habe ganz viele Kisten auf dem Dachboden von meinen Sammelkram, die habe ich noch nicht mehr aufgebaut. Wo ich dann auch schon überlegen bin, ob mir es wehtun würde, sie zu verkaufen oder ob ich es bereuen würde. Deswegen steht es noch momentan auf dem Dachboden. Das einzige echt, was ich jetzt hier so noch hingestellt habe, waren so meine Figuren von Collectors Editions von Videospielen. Und das habe ich auch wirklich schön dann aufgebaut und nicht so ein wahlloses Sammelsorium. Und ansonsten steht halt jetzt noch so meine Amiibo sind an der Wand. Und auch schön mit Regalbrettern und halt Lego. Aber sonst habe ich echt versucht, hier das ein bisschen clean zu halten, weil ich auch gemerkt habe, wenn du in so einem Raum hockst, der nicht so voll ist, es hört sich jetzt so ein bisschen spirituell an, aber das lässt deinen Geist ein bisschen mehr fließen, anstatt irgendwie an so unruhige Wände zu gucken, finde ich. Bin ich voll bei dir. Es ist auch das Credo, was ich für diese Wohnung mir, oder ja, wie sagt man, wie ich an diese Wohnung halt reingegangen bin. Ich wohne jetzt hier auch ungefähr 5 Jahre, kann man sagen, und habe auch sofort gesagt, diese Wände bleiben größtenteils frei. Natürlich kannst du mal ein Bild aufhängen, auch vielleicht mal ein kleineres oder so, aber du ballerst es nicht mehr so voll wie deine alte Wohnung. Und da hatte ich nur, wie viel war das? 35 Quadratmeter oder so, und jetzt habe ich das Doppelte und ja, was ich so sammel, ist sowas wie, oder was ich gesammelt habe, mittlerweile bin ich da auch mehr digitaler geworden. Also ich habe auf jeden Fall mal DVDs gesammelt, da habe ich hier eine ganze Ecke voll. Videospiele, ja, auf jeden Fall auch. Die Konsolen-Ära ist bei mir jetzt so ein bisschen vorbei, nachdem ich hier diesen High-End-PC seit einem Jahr ungefähr habe und der mir ganz viel Freude bereitet. Deswegen ist da gerade so ein, ist das gerade so ein bisschen ins Stocken gekommen, aber ja, auch viel so Retro-Sachen. Mangas habe ich auch. Oh ja, die habe ich alle verkauft. Alle. Ja, dafür sind es nicht so viele bei mir. Also ich habe schon einige, aber das Ding ist halt, da sind viele sehr, sehr seltene und rare Stücke auch dabei, die du heute gar nicht mehr so Und du richtig wirst bekommst. weinen, du wirst kaum noch was dafür kriegen. Ja, ich will auch gar nicht, ich will auch gar nichts Nee, aber ich verkaufen. habe immer gedacht, Ich das hänge da sehr dran. wär so Wertanlage, so ein bisschen so, ne? Auch diese ganze Filmsammlung, die ich hatte. Ich habe dann mit meiner Freundin mich hingesetzt vor dem Umzug und habe gesagt, so, jetzt gehen wir mal tief in uns und suchen nur unsere Lieblingsfilme raus, wo wir uns bewusst sind, dass wir sie wirklich noch besitzen wollen oder noch mal gucken. Und alle Filme, die wir nur einmal geguckt haben, die zwar gut waren, aber man sich klar ist, bei den jetzigen Streaming-Angeboten, das brauchst du nicht mehr. Wir haben so viel verkauft. Also, das waren auch Sachen, wo ich dann auch gesagt habe, ey, scheiß drauf, dann kriege ich halt nur 3 € für, aber du kannst nicht wieder dich so zuballern. Und das ist auch das, wenn man so jetzt mal so sagt, seine Wohnung ist ja auch irgendwie ein Spiegelbild von dem Inneren von einem selbst, kann man so sagen. Und Sehe ich auch so ganz genau, wenn ja. man dann so gesehen hat, wie chaotisch
und vollgemüllt man war. Also wenn ich jetzt mich selbst reflektiere und sage, wie war ich damals, wie bin ich heute, dann war ich eigentlich ein Mensch, der eigentlich total einsam war, ganz viel Platz hatte und diesen Platz mit irgendwie Nostalgie gefüllt hat, um irgendwie nicht einsam zu sein, um irgendwie ein inneres, in Anführungsstrichen, Loch zu stopfen, um dann irgendwie ja, man kann es so sagen, um seine innere Leere irgendwie zu füllen, hat man dann irgendwie angefangen, so Sachen zu sammeln. Und das ist das, wo ich sage, Materielles brauche ich eigentlich gar nicht mehr so wie damals. Ich war damals wirklich sehr materiell gewesen in einigen Punkten. Und jetzt denke ich mir so, ja, Hauptsache mir und meiner Freundin geht's gut. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, es hört sich halt wirklich cheesy an, aber Hauptsache wir können unsere Rechnung im Monat bezahlen. Wir haben gutes Essen, gute Freunde und das ist viel wichtiger als jedes materielle Ding, was man hat. Klar, lege ich dann halt auch nochmal Wert auf so Einzelheiten, wo ich dann sage, ich möchte eine tolle Küchenausstattung haben, weil ich gerne koche. Oder ich möchte ein funktionierendes Auto haben, wo ich nicht jeden Monat mit in die Werkstatt fahren muss oder so. Das sind so Basics, die man dann hat. Aber sonst, ich bin halt schon anders geworden als früher, ja. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es tatsächlich auch ähnlich gewesen. Ich musste auch gerade nochmal so, oh ja, da hat sie auf jeden Fall recht. Als du gesagt hattest, dass vieles von dem, wie du gelebt hast oder womit du dich auch umgeben hast, ist aus so einer Einsamkeit heraus entstanden. Und das war bei mir auch so. Also, dass ich teilweise hier auch die Sammlung oder eben mich auch mit gewissen Themen beschäftigt habe, weil man halt so viel alleine war. Ich meine, das ist heute teilweise ja auch immer noch so, ne? Also. Ja, aber man weiß sich besser zu beschäftigen, ne? Eigentlich. Ja, bei mir ist es auch ganz stark zurückgegangen. Wenn man zum Beispiel mal so sich anschaut, wie über die Jahre so mein Amazon-Kaufverhalten war, da war dann, Ja, und das ist auch das interessant. ist unglaublich zurückgegangen. Also ich habe jetzt seit Monaten schon nichts mehr gekauft, so Okay, richtig. das ist aber geil, wenn man das kann. Ja, mal vielleicht so ein Teil, so ein Buch oder sowas, oder mal ein Geschenk jetzt so, in die Weihnachtszeit hatte ich dann auch mal ein paar Geschenke gekauft für Familie und so. Ich kaufe auch immer nur so Aber praktische Sachen noch über Amazon, habe ich auch gemerkt. So von wegen, letztens habe ich mir ein paar Gummistiefel besorgt oder irgendwie so ein Thermostat für die Küche, damit man irgendwie so, keine Ahnung, Flüssigkeiten, die man erhitzt oder irgendwie einen Braten, Garstufe von einem Braten optimal hinzukriegen. So Sachen habe ich halt bestellt und nicht mehr so. Ja, ich kaufe mir die DVD und das Spiel und dann kaufe ich mir noch das und gebe mein Monatsgehalt, was übrig ist, komplett für Scheißdreck aus, was man so teilweise gemacht hat. Und heute ist es halt echt eher mal so, dass ich was auf Kante lege, weil ich weiß, okay, es steht eine Hochzeit im Raum und man möchte auch noch mal in Urlaub fahren oder man möchte einfach mal spontan sein mit Freunden, keine Ahnung, in den Freizeitpark fahren und da. Das ist mir viel wichtiger, anstatt jetzt irgendwie in Materielles zu investieren, was einem persönlich nichts gibt, was einen nicht umarmt und sagt, dass man es gern hat, so nach dem Motto, ne? ja, das hast du wirklich schön gesagt. Also da bin ich auch total bei dir. Ja, ich glaube, das war letztes Mal nämlich noch gar nicht der Fall. Du bist jetzt verlobt, ne? Ja, genau, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Danke, Stelle. danke. Ich glaube, wir haben uns seitdem auch nicht mehr gesprochen so richtig. Ich glaube, ich habe dir nur mal was geschrieben dazu. Verlobt bin ich seit. Doch, da haben wir uns schon auch gesprochen. Aber das habe ich nie so an die große Glocke gehängt. Das war im Juli letzten Jahres, habe ich mich verlobt, ja. Ah, okay, dann ist es ja doch schon eine Weile her. Genau, ja. Und da habe ich auch damals zu meiner Freundin gesagt: Hier, wir machen aber nicht so traditionell, so dass das heißt, ja, innerhalb von jetzt einem Verlobungsjahr müsst ihr dann spätestens dann geheiratet haben. Aber wie gesagt, diese ganzen Scheißdreck da, diese Pseudo-Regeln, die irgendjemand meint aufgestellt zu haben, an die halten wir uns nicht, sondern machen das nach unserem Rhythmus und nach unserem Ding, so wie wir es gern möchten. Aber wir haben trotzdem gesagt, okay, unser Standesamttermin ist am 22.06.22. Wir fanden das Datum toll, wir fanden, dass es einen tollen Monat ist und hat auch alles von uns so gepasst und ja, dem ist dann halt auch so. Wir machen das nicht so wie die ganzen Heten. Ja, diese traditionelle Scheiße, ganz ehrlich. Also, wer gibt sowas vor? So von wegen, ja, du musst dann mit einem Tanz die Party eröffnen. Oder ich wurde auch gefragt,
Habt ihr auf Reihe Trauredner nicht so, hä? Was haben wir? Ich musste Das erst kenne mal ich auch überlegen, was nicht. ist das? Das ist wohl so, dass du, wenn du irgendwie die Ehe eingehst, dass dich ja jemand traut, ein Standesbeamter oder Standesbeamtin oder wenn du es kirchlich machst, der Pastor oder der Pfarrer. Aber du kannst auch sagen, es gibt Trauredner, die kannst du bestimmen aus deinem Freundeskreis, Familie, Umfeld, die dir dann persönlich zu deiner Ehe dann nochmal praktisch wie so eine Art Trauspruch sagen, so von wegen, ja, die Zimi ist dann und dann aufgewachsen und dann irgendwelche Anekdoten und dann, ja, jetzt haben die beiden sich gefunden und so ein Scheißdreck halt, ja. Ja, das kennt man ja natürlich, ja, Ja, klar. genau. Und dann habe ich auch gesagt, hä, nee, wozu? Brauche ich sowas? Nee. Ich hatte mal Berührung damit, also auch mit dieser Art, als ich 30 wurde und da war ich dann in meinem Job und dann kamen auf einmal so Arbeitskollegen zu mir, ja, da musst du ja jetzt irgendwie die Rathaustreppe fegen. Und ich so, Ja. was? Und die eine wollte auch unbedingt, dass ich das mache, die war da so richtig dahinter. Ja, in Niedersachsen ist das auch wirklich, ist das Tradition. Da ist das so. Mit dem Klinkenputzen und Rathausfegen. Das ist wirklich so. Was hat das mit dem Klinkenputzen auf sich? Ich kenne das jetzt nur vom Hörensagen. Es ist wohl so, dass, also meine Freundin ist ja so ein Nordlicht. Also Klinkenputzen ist wohl, wenn du bis 30 nicht verheiratet bist, musst du ins Dorf oder in die Stadt gehen und mit einem Lappen praktisch die Türklinken putzen. Ja, also Ach so. total komisch. Also ich weiß auch nicht, wo das alles herkommt und wo diese ganzen Bräuche generell herkommen. Und das war auch meine Freundin hat auch zum Beispiel, sie hat gesagt, sie kriegt, wie war das denn mit diesem Zigarettenkranz? Weißt du das noch? Ich habe das jetzt nicht auf dem Nee. Schirm. Irgendwas klingelt da bei mir ganz, ganz im düsteren Kämmerlein, aber Es wird dann das sagt irgendwie mir ein jetzt Kranz nichts. gebaut aus Zigarettenschachteln und so Sachen. Keine Okay. Ahnung. Keine Ja, Ahnung. irgendwas hab ich da mal gehört. Ich finde, die schlimmste Unart tatsächlich rund um all das sind diese Junggesellenmärsche Oh, durch die Stadt. ja. Also, Oh, das ist ich habe auch so unangenehm. Wer macht denn sowas? Ich Wer finde macht da vor ich allen find Dingen das auch mit? mega unangenehm und ich finde das auch immer Fremdschämen. Das Ja. kann ich jetzt nochmal rausballern. Also, erstmal eine kleine Anekdote und dann wie ich es mache. Also ich habe Ja, mein. dann lehne ich mich mal zurück hier. Ich habe. Erzähl mal. Ich hab, also nur wenn es okay ist. Ich will jetzt nicht Ja, dich hier tot klar. labern, ja. Nee, Oder mach euch mal, mach tot mal. labern hier im Podcast. Aber. Ich freue mich doch, dass es so gut groovt. Also bei uns ist es so, ich habe gesagt, meinen Trauzeuginnen und Trauzeugen in dem Sinne, habe gesagt, ihr kennt mich. Es gibt ja immer Leute, da sagst du, du möchtest das und das nicht und das auf keinen Fall und dann machen sie es erst recht, ja. Ja, schenkt mir nichts zum Beispiel, ne? Genau, oder ich möchte, keine Ahnung, ich möchte nicht mit dem rosa Tütü und einem Bauchladen durch die Stadt laufen, ja. Und dann, Und bedruckten T-Shirts und sowas, ja, ja. genau, und dann gibt es dann so Leute, die machen das wirklich, ja. Also dann erst Ja. recht. Und dann habe ich aber meinen Trauzeugen oder Trauzeuginnen, habe ich gesagt, Leute, ich meine das wirklich ganz doll ernst. Ich möchte das nicht. Und die machen es, glaube ich, auch nicht. Ja. Und es ist auch so, dieses, was ich auch ganz, ganz schlimm finde, sind diese Mr. und Mrs. Holzdeko-Scheiße. Ja. Und dann hat dann eine Freundin von mir gesagt, oh ja, das schenke ich euch dann zur Hochzeit. Und da habe ich gesagt, ich meine das jetzt todernst, meine Freunde. Wenn mir jemand irgendwie so Mr. Mrs. oder Mrs. irgendwas Scheißdreck kauft, das Ding schmeiße ich aufs Feuer und lass das verbrennen, piss es aus und kündige dir danach die Freundschaft. Und da haben die mich angeguckt mit so Pipi in den Augen, förmlich so von wegen, aber das ist doch total schön. Nein, das ist nicht schön. Ich möchte das nicht. Ja. Genau, und die andere Anekdote, die ich erzählen wollte, da war ich dann auf einen Junggesellenabschied eingeladen. Ich hoffe, die Person hört das jetzt nicht. Und wenn, auch wenn sie es hört, eigentlich ist es eigentlich egal, weil die Person oder meine Freunde sehr, also ich mit denen sehr offen und ehrlich umgehe und nichts mehr hinten dran halte. Ja. Also mein, was heißt bester Kumpel, aber ein sehr guter Freund hatte seinen Junggesellenabschied. Und ich war dann aufgeteilt in die Gruppe der Braut
Und die Jungs haben halt irgendwie was richtig Cooles gemacht. Keine Ahnung, waren in der Kneipe, waren vorher noch schön essen und so weiter. Eigentlich hat mich die Thematik von deren Junggesellenabschied, weil es halt auch ein Kumpel von mir ist und ich primär mit dem Kumpel befreundet bin, anstatt mit seiner Braut oder Frau, fand ich irgendwie schade, dass man das immer so genderabhängig macht. So von wegen, die Jungs machen was und die Mädels machen was. Warum können nicht alle zusammen irgendwas machen, ne? Denke ich mir dann halt immer. Kann ja unabhängig von Braut und Bräutigam was machen, aber sollen halt alle kommen. Das habe ich auch gesagt bei meinem Junggesellenabschied. Ich möchte keine Trennung zwischen nur die Frauen da und nur die Männer da, sondern die sollen. Es gibt zwei Termine, einmal mein Junggesellenabschied und einmal der von meiner Verlobten. Und da sollen alle kommen, wo sie Bock haben. Ja, ohne, ob es jetzt Mann oder Frau ist, scheißegal, die sollen kommen. Naja, ich war jedenfalls da eingeladen bei dieser Brautgeschichte. Also alle Mädels, die da in dieser ätzenden WhatsApp-Gruppe waren, das waren auch nicht so mein Schlag Mensch, das waren halt diese typischen Solarium-gebräunten Nagelstudio-Mädchen, sag ich mal so. Alle blondiert wahrscheinlich auch Ja, noch. genau, Handtäschchen und sowas, das ist halt überhaupt nicht so mein Ding. Ja, fühle ich. Also so keine Vorurteile, es mögen ja alles nette Menschen sein, aber es ist halt nicht so mein Schlag Mensch, mit denen ich direkt warm werden würde, so, ja. Und da war ich dann da halt eingeladen und ey, das war halt das, ich finde das halt mega peinlich, ne? Also mit so einem blöden Bauchladen und dann irgendwelche Leute dann in der Stadt da zu belästigen oder irgendwelche Küsschen aufzudrücken, dann irgendwie so ein blödes Fotoshooting, wo wir jetzt in der Fotobox sind und dann mit irgendwelchen ach so lustigen bescheuerten Verkleidung und einer Gummigitarre einen auf super Partylaune machen. Also es war ganz schlimm. Also mit sowas, da kannst du mich jagen, ne? Ich finde, man sollte alte Traditionen aufbrechen und halt wirklich mit Jungs, Mädels feiern und einfach eine gute Zeit haben. Geil. Fände ich, glaube ich, generell auch besser. Ne? Da finden dann auch nicht so, vielleicht nicht ganz so viele Entgleisungen statt. Ja. Ja, ich denke mir auch immer, was sind das, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, was sind das für Leute und was für ein unterschiedliches Humorverständnis haben die zu meinem eigenen oder zu dem Ja, auch von genau. meinem Umfeld oder womit ich mich so beschäftige. Mir tun die Leute fa fast schon leid, weil das oft auch so ein Akt der Verzweiflung fast schon. So mutet das oft an, ne? So dieses, wir haben jetzt hier dieses Konzept und stülpen das uns auf, Genau. weil wir selber nicht kreativ genug sein können für was Eigenes oder auch Ja, immer. oder weil man es so macht, weil man es immer schon so gemacht hat und so. Ja, strange, strange. Ich wollte das in diesen Folgen auch jetzt immer so halten, dass man so zum Schluss oder auch währenddessen mal irgendwie auch so kleine Tipps noch raushaut. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, Spieletipps, Serientipps und Musiktipps. Da hätte ich jetzt zu allem irgendwie noch was zu sagen. Würde mir jetzt aber speziell auch nur eine Sache rauspicken. Ja. Wo würdest du denn am ehesten gerade drauf anspringen wollen? So hast du gerade irgendwas Spieletipps auf vielleicht, der weil hohen ich gerade Kante? aktuell ein bisschen was nachgeholt habe, so. Ja, dann machen wir das doch. Überleg gerade, Filme hätte ich jetzt auch noch so. Serien habe ich in der Zeit wenig konsumiert, tatsächlich. Bei mir ist genau andersrum. Ich habe fast gar keine Filme geguckt, aber halt so ein bisschen Serien, ne? Also mach, ist doch egal, dann erzähl du was von Serien, die du geguckt hast. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig inspirieren. Also ich habe jetzt, das hatte ich in der Vorbesprechung auch schon gesagt, mit der Agatha von der BLB Show, hab ich jetzt zusammen nochmal die Handmaid's Tale Serie geschaut. Da hatte ich jetzt nur die ersten drei Staffeln geguckt und die vierte aber noch nicht. Und wir sind jetzt gerade mitten in der vierten und mir bangt. Mir ist ganz bange, liebe Zimi. Du kennst die Serie auch, ne? Ich glaube, du Ja. hast so die ersten zwei Staffeln geguckt oder zweieinhalb ungefähr. Ja. Und das wird so übel nachher noch, ey. Also, Okay. boah. Also es ist auch eh Ich schon hart, hart. darf gar nichts erzählen eigentlich, aber die vierte Staffel ist hardcore. Die ist Okay. richtig hardcore, meine Fresse. Also ich meine, wenn es eine Steigerung von Hardcore zu Hardcore gibt, das ist schon eine Sache, weil ich Wir meine. können mega hardcore, ja. Nee, ich wollte nur sagen, da geht's ja schon bös rund. Und wenn das dann auch noch gesteigert wird, na dann gute Nacht, Marie, ja. Ja, wir gehen auch gleich noch mal kurz darauf ein, worum es denn da eigentlich geht für Leute, die die Serie noch nicht kennen. Aber da gab es eine Folge in der dritten Staffel, relativ zu Beginn, die hat uns beiden, wir gucken das ja online, ne? Also sie ist ja in Österreich, in Wien, Ah, in krass. Österreich da und ich halt hier im hohen Norden Deutschlands. Und da gab es eine Folge, die hat uns so dermaßen destabilisiert und fertig gemacht. Wir saßen dann wirklich so, mussten erstmal noch eine halbe Stunde danach reden und waren beide total fertig. Aber Also das ist das auch war. gerade gut, dass du bei so einer Serie jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst.
und nicht mit diesen Gedanken und den Eindrücken alleine bist. Das ist, finde ich, super wichtig, weil das ist halt eine echt schwere Serie, die einen wirklich an die Substanz geht. Und das, so ging es mir auch bei den Staffeln, die ich geguckt habe, wo ich dann dachte, fuck, Alter, mein Hirn kann das gar nicht so kompensieren. Ich muss jetzt mit jemandem drüber reden. So, ja. So. Dann wollen wir doch mal kurz erzählen, worum es denn eigentlich geht, ne? Mach du mal, du bist mehr drinne in dem Thema. Ja, ich bin gerade so ein bisschen mehr drin. Und zwar ist das auf einem Roman aufgebaut, der aus den 70er Jahren kommt, wurde auch von einer Frau geschrieben. Es geht halt um eine Magd in einem, ja, so ein bisschen postapokalyptischen Szenario. Also spielt halt in Nordamerika und dort hat eine Sekte durch Militärputsch und Anschläge und so weiter so ganz große Teile des Landes okkupiert, an sich gerissen, die eigentliche Regierung halt gestürzt und Massenhinrichtungen gab es da und so. Und die sind halt so christlich, also fundamentalistisch christlich geprägt. Die haben so die alten Werte, die wollen auch die Natur wiederherstellen, die wollen einige gute Dinge, sind aber halt unglaublich grausam und radikal und in einer gewissen Weise auch frauenfeindlich und generell Homosexuelle sind bei denen, die werden da auch hier Geschlechtsverräter genannt und natürlich auch hingerichtet dann und geahndet und so weiter. Es geht ja nur darum, um immer sich fortzupflanzen und für Nachkommen zu zeugen, ne? Genau, weil in dieser Welt ist es nämlich so, dass die Geburtenrate unglaublich zurückgegangen ist und es ganz selten nur noch Kinder auf die Welt gebracht werden. Und die haben dann halt so ein System in diesem Land, was sie selber Gilead nennen, wo halt die Männer herrschen. Also es gibt dann so Patriarchen, die in verschiedene Häuser unterteilt sind, also fast schon so wie Generäle und Hauptmänner, also werden die teilweise auch genannt. Und jeder von denen bekommt neben der eigentlichen Ehefrau nochmal eine Magd zugeteilt. Und in so einem gewissen Ritual werden die dann halt vergewaltigt, damit sie halt Kinder zeugen müssen. Und das wird halt immer wieder so fortgesetzt. Es wird natürlich alles unter dem Mantel des Glaubens verkauft und es ist alles Gottes Wille und für das Wohl aller und so weiter, aber. Ja, die sollen dann die Gebärmaschinen spielen, die Mägde, ja. Genau, und es ist halt super faschistisch und ja, gegen das. Eigentlich ist es so paradox, weil es ist eigentlich gegen das Leben an sich gerichtet, diese ganze Art, die die da haben. Ja, und die Mägde haben sich ja das Leben nicht ausgesucht, sondern die werden gezwungen, so zu sein, ja. Das sind halt ganz normale Frauen, die halt aus dem vorigen System halt stammen, so wie wir das halt hier auch kennen. Und die werden halt in diese Rollen reingezwungen. Und eine dieser Mägde verfolgen wir halt, die June Osborne, heißt sie da. Und sie ist halt. Wo die Serie halt startet, da ist sie, glaube ich, so ein paar Monate erst da. Es wird nie so genau gesagt. Hat auch eine Tochter, die ihr dann abgenommen wird. Also Kinder sind auch eben ganz hohes Gut in dieser Welt. Ja, die wurden dann auch so förmlich eingesammelt. Die wurden dann von heute auf morgen gekündigt. Und dann fährt ein Wagen vor und lädt förmlich diese Frauen, die wahrscheinlich in einem ja, gefährfähigen Alter sind, sagen wir mal so, ein und stopfen sie praktisch in die Rolle der Mägde, die dann auf einmal, keine Ahnung, fruchtbar sein sollen und dann von den Generälen, also von einem guten Erbgut, die Kinder austragen sollen, so nach dem Motto, ja. Ja, also wirklich eine super heftige Geschichte. Da floss auch bei uns schon so die ein oder andere Träne, ich gebe es zu. Es ist auch wirklich sehr hart dargestellt, ja. Ich habe es vorher allein geguckt, die ersten drei Staffeln, und jetzt halt nochmal mit der Agi zusammen. Und da hat man auch so eine emotionale Bindung, weil man geht da so zusammen da durch und Man kennt auch ja, langsam die war schon Charaktere, so die krass. da auftreten, ja. Ja, und die Serie ist also jetzt auch mal fernab von dem Thema absolut großartig. Also es hat enorm hohe Schauwerte, die Schauspieler sind unglaublich gut. Also hier werden Performances abgeliefert, die ich selten so in einer Serie gesehen habe und auch Emotionen angesprochen und Themen angesprochen und so. Also es ist schon wirklich, wirklich krass und wirklich, wirklich gut. Vor allen Dingen verlässt es irgendwann so ein bisschen wie bei Game of Thrones damals auch die Buchebene. Also ich glaube, nach der ersten Staffel schon ist das Buch einfach vorbei. Da endet die Handlung von dem Buch. Genau. Und sie haben es halt wirklich geschafft, was richtig Gutes trotzdem weiter daraus zu machen und es eben richtig brillant weiterzuführen. Genau, so eine absolute Serienempfehlung ist, ich glaube, es ist im Ausland noch ein bisschen bekannter, hier in Deutschland nicht ganz so. Ich habe dann auch immer so nach Reactions geschaut. Ne? Muss auch zugeben, einigermaßen Reaction-affin und gucke da immer auch gerne viel. Aber dazu gab es in Deutschland zum Beispiel überhaupt nichts. So in der Schade. Richtung. Und
Ja, weil es immer interessant ist, um zu gucken, wie reagieren andere Leute auf gewisse Szenen. Das geht ja bei Videospielen auch so. Ja, oder bei Musik zum Beispiel, da habe ich Genau, das auch, ja. genau. So, wie die man selbst total irgendwie krass oder in einer gewissen Hinsicht auf irgendwie eine Art und Weise mega emotional fand und einfach zu gucken, wie reagieren andere da drauf. Das hatte ich jetzt zum Beispiel bei The Last of Us 2, wo die eine Ich habe es noch nicht neben. gespielt, bitte nicht spoilern. Nee, das ist kein Spoiler. Also, wo Okay. die den Nebencharakter Dina spielt, hat im Endeffekt sich zum ersten Mal gespielt und gesehen und hat das haben die halt aufgenommen, die Entwickler. Also sie war ja vorher, das wurde ja auch mit richtigen Schauspielern gedreht in dem Sinne. Und sie kannte das Ja, Spiel klar. aber nicht, das fertige Produkt. Und sie fängt dann das an, das erste Mal das zu spielen. Und wie sie halt drauf reagiert, ist halt auch mega schön zu sehen. Also auch eine mega Empfehlung, sich das Let's Play anzugucken von The Last of Us 2, wo die Schauspielerin, Name vergessen leider, von der Dina oder Dina das zum ersten Mal spielt. Mega, mega cool. Oh, das klingt ja richtig gut. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Das musst du mir dann Das suche ich dann noch mal mal raus, schicken. ja. Super. Also auf jeden Fall geht für The Handmaid's Tale. Ich werde auch noch mal einen Trailer oder sowas zur ersten Staffel oder sowas verlinken. Geht auf jeden Fall eine dicke Empfehlung raus. Es ist einer der besten Serien der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Und ich glaube, dass es auch hierzulande immer noch viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Es ist wirklich eine Weil geile ich glaube, wenn du Serie. das erste Mal so ein Image davon siehst oder so, einfach so diese Magd mit diesem Cap, mit dieser weißen Haube auf, da bist du so, ach, das ist jetzt irgendwie so eine olle Dramaserie. Habe ich damals auch gedacht, ja. Aber nach den ersten beiden Folgen dachte ich, wow, ist ja krass. Es ist ja auch so Psychothriller und all sowas und Dystopie und all diese Dinge kommen da drin vor. Das Ja, ist. du. Ich habe ein bisschen gezockt. Genau, wollte ich gerade einleiten. Du wolltest uns vielleicht noch ein, zwei Spiele vorstellen. Genau, ich hatte damals bei den Black Friday Deals, die es da immer so gab, habe ich einiges schon mal mir gekauft, weil ich weiß, das werde ich in Zukunft eh kaufen wollen oder hätte ich auch gekauft und will es nochmal spielen. Und das hatte ich da zum Top-Preis gekriegt, weil ich jetzt ein anderes Spielverhalten habe, sondern dass ich halt wirklich jetzt spiele, mir Zeit dafür nehme, sie genieße und nicht so mal hier anzocken, dann das nächste Spiel, mal da anzocken, aber nicht wirklich genießen oder irgendwelchen Zeitdruck zu haben. Damals, als ich da noch redaktionell tätig war, musste ich ja immer sehr aktuell sein mit dem Spielen. Man hat die Spiele förmlich so durchgerusht und das hat mich halt genervt, weil man Spiele nicht so Ja. lieben und konsumieren konnte, wie man es früher getan hat, sondern man hat nur noch abgearbeitet. Und deswegen habe ich mir halt im Prime Day oder Black Friday, was es auch immer war, ein paar Spiele gekauft, wo ich weiß, okay, die spielst du alle. Und da habe ich aber auch jetzt ein Spielverhalten, dass ich wirklich ein Spiel und dann das nächste spiele, weil es halt echt anders ist, was so zu spielen und zu genießen und Zeit sich zu nehmen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gespielt Balan Wonderworld, war eigentlich in den Kritiken ziemlich durchgefallen bei vielen Ja. Leuten. Hat auch wirklich seine zu Recht negativ kritisierten Ecken und Enden. Aber jetzt kommt die große Verwunderung auch meinerseits, ist, dass trotz dieser ganzen Schwächen mir das Spiel ultimativ Spaß gemacht hat und ich es halt durchgespielt Okay. habe. Das ist dieser knallbunte Jump 3D-Jump-Run-Titel, ne? Das ist so ein bisschen, was heißt ein bisschen, das ist sehr japanisch. Also ist von Square Enix und ich glaube, da haben die Leute dran gearbeitet, die auch irgendwie so ein bisschen Händchen in Final Fantasy hatten, glaube ich. Also jedenfalls dieser Typ, der dieses Character Design gemacht hat, der ist bekannt. Weiß ich jetzt leider nicht, ist ein japanischer Name, wie er heißt. Das sieht auch super aus. Also es ist auf jeden Fall so ein 3D-Jump'n'Run, kann man so sagen. Hat hier und da vielleicht auch mal ein Quicktime-Event. Ist es eigentlich im Endeffekt von der Spielbarkeit her irgendwie sowas wie ein ja, Mario 64, kann man sagen. Man hat so verschiedene Welten, man hat eine Overworld und hat dann verschiedene Welten mit verschiedenen Thematiken. Und ich finde die Geschichte eigentlich total süß. Meine Freundin, die immer mal reingekommen ist ins Wohnzimmer und das gesehen hat, hat gesagt, das ist ja peinlich, das ist ja voll cheesy und so weiter. Aber ich fand es irgendwie voll schön, weil dieser Balan,
oder Balin, keine Ahnung, ich glaube Balan spricht man es aus. Das ist so ein Zauberer, der nimmt sich praktisch Einzelschicksale vor und kehrt das ins Positive. Zum Beispiel spielen wir in der einen Welt eine Geschichte von dem Mann, den niemand sah. Da sah man dann einleitend, sieht man immer ein kleines Video, zum Beispiel, dass der irgendwie so ein alterer Mann, der die Straße immer gereinigt hat und weil er schön haben wollte und seine Umgebung schön haben wollte. Und dann kamen dann immer Leute, die haben den halt beim Vorbeigehen angerempelt und haben den Dreck auf den Boden geworfen und so weiter. Und er ist dann irgendwann so nach dem Motto ausgerastet. Und dann spielst du das Level, was dann praktisch seinen Geisteszustand in Anführungsstrichen widerspiegelt. Und wenn du den Boss dann besiegt hast, dann wirst du halt nochmal mit einem Videoclip belohnt. So von wegen, guck mal, die Leute fingen an, dann auch für ihn mit ihm Zauber zu machen und ihn wahrzunehmen und so weiter. Also auf der einen Seite mega cheesy, auf der anderen Seite fand ich es total faszinierend. Und das hat halt einfach auch vom Spielprinzip her Spaß gemacht. Du hast halt verschiedene Kostüme, die du anziehen konntest als dein Hauptcharakter. Und es gab ja damals so ein Mickey-Maus-Spiel auf dem Super Nintendo, wo man irgendwie ein Feuerwehrkostüm oder so ein Magier-Kostüm Ja, anziehen konnte. genau. Und so ist das bei dem Spiel auch. Kannst da verschiedene Kostüme sammeln und jedes Kostüm hat irgendwie einen besonderen Nutzen und du kannst immer wieder in die Welten reingehen, um halt auch mal versteckte Passagen oder Sammelbares zu finden oder gewisse Hindernisse anders oder Feinde zu umgehen und so weiter. Gibt es dann, was weiß ich, so ein Känguru oder ein Kaninchen, was doppelt so hoch springen kann, ein Roboter, der schießen kann, oder ein Wolf, der irgendwie so Tornadoschläge machen kann, oder ein Schäfchen, was sich so aufblustert und dafür irgendwie über so Windstöße höher fliegen kann, ein Chamäleon, was sich mit der Zunge dann über irgendwelche Abgründe schwingen kann. Also total cool gemacht im Endeffekt. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Ist für mich persönlich ist es ein kleiner Geheimtipp, weil es hat wirklich Schwächen, das Spiel. Ist hier und da auch Das von wurde der Kraft. zerrissen von der Kritik, ne? Genau. Wahrscheinlich liegt es einfach auch daran, dass das Spiel halt ein 60 oder 70 € Vollpreistitel war und hätte man das Spiel irgendwie für ein Zwanni rausgekloppt, wäre es nicht so zerrissen gewesen. Denke ich mal. Das ist so ein Preis-Leistungs-Ding, ja. Aber wie gesagt, ich habe das für 15 € gekriegt. Das ist auch Ah, okay. aufgrund dessen, weil es so zerrissen wurde, kriegst du das tatsächlich noch hier und da für sämtliche Plattformen im Radius neu zwischen 10 und 15 € und wenn ihr Bock habt an sowas wie also Jump'n'Runs, wo du dich irgendwie in verschiedene Kostüme schmeißen kannst, gerne mal Sachen sammelst und einfach gerne durch Welten läufst und durch die verschiedenen Charaktere dann halt ein anderes Gameplay hast, dann zieh dir das rein für 10, 15 € wird es auf jeden Fall Spaß machen. Also ich mochte das sehr. Ansonsten habe ich jetzt noch in den letzten 2 Wochen Ratchet and Clank Rift Apart nachgeholt. Das hat mir so gut gefallen, dass ich es auch platiniert habe. Astreiner PS5-Titel. Das ist eigentlich von der Grafik und von der Steuerung und alles. Also das ist wirklich so ein PS5-gerechter Titel. Muss ich ja dazu sagen, weil es gibt ja viele Spiele, wo du sagst, okay, das kann auch die PS4 oder PS4 Pro. Und da sehe ich jetzt nicht, dass das hier mega Next Gen ist, aber Ratchet and Clank Rift Apart, mega geiler Titel. Habe ich dann auch getwittert, so hier habe ich durchgespielt, war richtig cool. Und da haben auch ganz viele Leute geschrieben, ja, krass, dass du es jetzt erst spielst. Und ja, war ein saugeiler Titel. Und habe ich gesagt, ja, ich spiele halt jetzt alles nach und nach und holen mir auch vieles nicht mehr, weil es halt so teuer ist zum Vollpreis, sondern warte ein bisschen und hol's dann nach. Aber es ist ja nicht so, dass ich das dann nicht mehr auf dem Schirm habe oder irgendwie so, sondern ich hole dann tatsächlich auch die Titel jetzt nach und das ist eigentlich ganz schön. Seit gestern spiele ich Horizon Zero Dawn, kann ich jetzt aber noch nicht so mega was sagen, weil ich habe es erst so 2, 3 Stunden gespielt. Wir werden mal sehen, wie es ist. Aber wie ist der Ersteindruck? Ich kenne ja den Vorgänger auf jeden Fall. Den habe ich auch Also den gerne Vorgänger gespielt. habe ich total geliebt. Ich Ja, der war super. find auch Der war echt klasse. die Aloy mega cool. Also das Spiel wird auch, wenn du den ersten Teil, also Zero Dawn, nicht kennst, das wird jetzt in Forbidden West. Ja, also im Horizon Forbidden West wird halt die Story von dem Zero Dawn, also vom ersten Horizon, innerhalb von 5 Minuten echt treffend zusammengefasst. Also es können auch Leute spielen, die Zero Dawn nicht gespielt haben. Und es knüpft praktisch nahtlos förmlich daran an.
Und ich habe, wie gesagt, nur 2, 3 Stunden gespielt, aber so vom Ersteindruck her finde ich es grafisch mega geil gemacht. Das Spielprinzip ist das altbekannte. Aloy kann klettern, hüpfen, springen, sich gegen Maschinen kämpfen. Du kannst das Spiel auch auf deine Art und Weise spielen. Du kannst dich in den Kampf stürzen. Du kannst aber auch Gegner lautlos ausschalten. Du kannst auch Gegner umgehen. Du hast auch kleine Rätselpassagen drin oder Kletterpassagen. Du kannst dann auch wählen, ob du Nahkampf machst oder Fernkampf, hast auch verschiedene Gimmicks, wo du dann die Maschinen dann ausschalten kannst und so weiter. Also es knüpft sehr an, also vom Feeling her an das erste ran. Und das ist jetzt auch so, wo ich sage, ist ja eigentlich auch das, was wir Fans in Anführungsstrichen vom ersten Teil wollten. Es muss nicht viel verändert werden. Wenn der erste doch schon grandios war, gibt uns mehr Inhalte, macht einen neuen Titel draus und da sind wir doch schon glücklich. Also wir müssen uns nicht immer wieder übertrumpfen oder. Ich habe ja auch irgendwie gehört, gelesen, dass angeprangert worden ist, dass die Kletteranimation, oh mein Gott, ist genauso wie im Teil davor. Und da denke ich mir, Oh nein. ganz ehrlich, was ist das für eine kleinkarierte Scheiße, darauf abzuragen? Ist doch klar, wenn du ein Team hast, was du bezahlst, dann nimmst du das Geld und sagst nicht hier, also für die 10.000, mach dir mal eine andere Kletteranimation. Nee, da sagst du, setzt euch ran und schreibt eine Story, kreiert eine neue Welt. Ja, also verstehe ich nicht, ja. Also von daher, manchmal wird da auch wirklich sehr viel zerrissen. Forbidden West scheint auch genauso gut zu werden wie Zero Dawn und freue ich mich auch drauf. Werde ich auch demnächst, wenn ich wieder mal ein paar freie Stündchen habe, mich gemütlich davor setzen und das spielen, ja. Ja. Ja, ich denke mal, ich werde zu Videospielen das nächste Mal ein bisschen mehr erzählen. Da habe ich ja dann den Aaron zu Gast, den ihr ja auch als Angry Skeletal kennt. Ich hatte mir nämlich auch noch mal ein paar Titel hier notiert, aber das würde hier jetzt absolut den Rahmen sprengen, weil ich unglaublich viel noch dazu zu erzählen hätte. Allein zu Disco Elysium könnte ich noch eine halbe Stunde jetzt weiterreden. Ja, man hat so seine Steckenpferde, ne? Ja. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich dich irgendwie so ein bisschen totgelabert oder euch, liebe Zuhörer, euch totgelabert habe. Falls dem so ist, tut mir leid. Ich bin jemand wie so ein kleines Tierchen, was ewig weggesperrt worden ist von den sozialen Medien und jetzt Ich endlich merke mal das wieder, schon, ja. jetzt mal endlich wieder ins Mikro labern darf, ja. Ach, macht dir keinen Kopf. Ich finde das ja super, wenn man mal eine Videospieljournalistin hier zu Gast hat, dann darf die auch gern mal vom Leder lassen. Das finde ich schon sehr, sehr Vom Leder lassen, förderungswert. haha. Jo, dann kommen wir doch schon mal so langsam zum Ende der Folge. Schön, dass du dabei warst. Ja, danke für Also, die schön, dich Einladung. vor allen Dingen mal wieder dabei gehabt zu haben. Letztes Mal ist ja auch schon eine Weile her. Ich würde ja gerne öfter kommen, weil ich werde ja oft von Herrn Sabu werde ich ja sehr oft eingeladen, aber es liegt ja immer an meiner Zeit. Das ist wirklich das Problem. Also mir macht das ja auch Spaß, aber dann wirklich die Zeit finden zwischen sehr, sehr viel Arbeit unter der Woche zu der begrenzten Freizeit, die man am Wochenende hat, ist halt manchmal wirklich ein Spagat, ja. Du, ist schön, wenn man mit dich mal dabei hat und so, umso mehr kann man es dann auch schätzen und auch Thank you, dankbar thank dafür you. sein. So schließt sich dann wieder der Kreis. Genau. Seid dankbarer für das, was ihr habt. Diese Woche wollte ich dann noch eine Folge eben mit dem Aaron zusammen aufnehmen. Da wird es dann auch nochmal, denke ich, ein bisschen mehr noch um Videospiele gehen und Filme. Aber ich will das gar nicht zu sehr festlegen. Also, ich habe für heute auch eine Liste geschrieben und da ist fast überhaupt nichts von dran gekommen. Was ich aber völlig gut finde, weil eigentlich will ich auch mehr sowas. Aber manchmal kommt das Gespräch auch ein bisschen ins Stocken und dann hat man lieber nochmal so ein Anker, an dem man. Den man dann noch mit dazu holen kann. Genau, zwei neue Filme Obscura-Folgen sind auch schon wieder geplant. Die zweite zum Goldenen Lesezeichen-Folge, unser Literaturformat, was ja vor kurzem gestartet ist, da kommt jetzt auch bald wieder was. Und noch eine geheime Musikfolge. Also es ist einiges in Vorbereitung. Ist immer die Frage, wie lange es dauert, bis es draußen ist, aber da kommt auf jeden Fall jetzt noch eine Menge auf euch zu, liebe Freunde. Ja, das war's mit guten Talk. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal dann wieder. Genau. Tschüss, Alters. Lasst ein Like da, ne? Ja, und einen Kommentar, da freue ich mich. Es hilft auch dem Algorithmus. Ja, genau. Tschüss. Ciao, ciao.